Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren wunderbaren neuen Folge von Anime Erklärt. Ich bin Shergok hier nicht und heute soll es um die sogenannten Wildelfen oder Wild Elves gehen. Die Steppen- und Grasland bewohnenden Elfen, die zwar nur kurz einmal erwähnt worden sind, deren Hintergrundgeschichte aber für die weitere Handlung durchaus interessant werden könnte. Aber zuvor sage ich noch einmal Dank an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Dank an alle Nutzer der YouTube-Thanks-Funktion. So, und damit zum eigentlichen Thema. Wildelfen sind Elfen, die vor einiger Zeit ihren Lebensraum, den Wald, verlassen haben und die sich nun auf einer recht baumfreien Ebene durchschlagen müssen. Was dazu geführt hat, dass sich nicht nur ihre komplette Kultur verändert und angepasst hat, sondern die Elfen auf einem biologischen Level anders geworden sind. Im Sinne von, es gibt jetzt körperliche Unterschiede, die sie klar von Wald- und Dunkelelfen unterscheiden. Der größte Unterschied, der im 15. Band beschrieben worden ist, ist ihre Muskelmasse. Während Elfen normalerweise sehr drahtig gebaut sind und Probleme haben, sichtbar Fett oder Muskelmasse aufzubauen, sind Wildelfen durchaus sportlich und athletisch und gleichen wohl eher einem trainierten Läufer als den drei Elfen, die nun Aura und Mare dienen. Und die Dunkelelfen hätten wohl auch diese dramatische Anpassung durchlebt, wenn sie nicht einfach nur von einem Wald in einen anderen Wald umgezogen wären. Und natürlich ist auch die vergangene Zeit hier kritisch. Denn die Dunkelelfen kamen erst vor einigen hundert Jahren im großen Wald von Iwasha an. Stellt sich also nun die Frage, wie die Wildelfen innerhalb von relativ kurzer Zeit, höchstens einige Jahrtausende, sich so schnell haben anpassen können, zumal Elfen lange leben und evolutionäre Anpassungen dementsprechend auch länger dauern würden. Und ich persönlich vermute, dass die Klassen, die die Eltern erwerben, Einfluss auf die Biologie der Kinder haben. Wenn die Elfenklassen wie Waldläufer, Ranger oder dergleichen haben, werden sie eher traditionellen Elfen ähneln. Sind es dagegen Klassen wie Sprinter oder Speer, werden sie eher die physische Stärke von Wildelfen entwickeln. Dieser Mechanismus, dass man quasi auf biologischer Ebene dadurch geprägt worden ist, welche Klassen die eigenen Eltern erworben haben, einfach damit es einem selbst leichter wird, die Klassen der Eltern auch zu erwerben, könnte auch erklären, warum sich die Menschen der neuen Welt auf fundamentaler biologischer Ebene von uns unterscheiden. Beispielsweise wächst ihr Gebiss unterschiedlich zu unserem eigenen. Was auch der Grund sein dürfte, dass die Menschen alle Zähne im Mund haben, wohl jedwede zahnmedizinische Versorgung fehlt, zumindest auf dem Lande. Das könnte aber auch bedeuten, dass Demiurg, der auf seiner Happy Farm daran arbeitet, dass humanoide Heteromorph und Halbmenschen untereinander fortpflanzungsfähige Nachkommen erzeugen können, vermutlich früher oder später einen Durchbruch haben wird. Da all diese ganzen kleinen Informationsfetzen, die wir über die Biologie der neuen Welt erhalten, sinnvoll zusammenfügen wird. So jedenfalls meine Vermutung. Das Ganze wirft natürlich auch die Frage auf, ob Menschen zu Fischmenschen, Waldmenschen, Schneemenschen und so weiter werden können, wenn sie nur ihre Häuser verlassen würden und damit auch ihre, ich sag mal, geschützte Umgebung. Und letzten Endes, wenn ich mir vorstellen müsste, wie eine Mischung aus, sagen wir mal, Untoter und normalem Mensch aussehen würde, dann würde ich sagen, dass ein Dampir, ein Halbvampir, vielleicht unter Umständen doch mal einen Auftritt in der Geschichte haben könnte. Okay, soweit also zum Thema und meinen Spekulationen darüber, welche Implikationen da die Erwähnung von Wildelfen noch für die weitere Geschichte haben könnte. Schreibt eure Meinung und eure Vermutungen ganz gerne ab in die Kommentare. Und ihr merkt schon, ich bin immer noch erkältet. Trotzdem sage ich, also entschuldigt das bitte, und trotzdem sage ich dann danke fürs Zuschauen und besonderen Dank an animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philip, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Despotanis, Neymasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tivertiver und Tobi CTZ. Danke, Leute. Und damit wünsche ich euch, wie immer an dieser Stelle, habt einen schönen Tag.